Der Vorsitzende der Freie Wähler Landtagsfraktion, Hubert Aiwanger, hat sich am Dienstagvormittag in Passau einen Eindruck von der aktuellen Hochwasserlage verschafft. Noch vor Ministerpräsident Seehofer und Bundeskanzlerin Merkel sprach der niederbayerische Landtagsabgeordnete mit Bürgern sowie Katastropheneinsatzkräften in der Dreiflüsse-Stadt. Aiwanger zeigte sich entsetzt über das Ausmaß der Schäden und die Folgen der schlimmsten Flutkatastrophe in Passau seit mehr als 500 Jahren. Nun sei es wichtig, den Flutopfern schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfe zukommen zu lassen. Der Fraktionsvorsitzende bedankte sich auch bei den zahlreichen Helfern. Aus vielen Nachbarregionen wurden Feuerwehren zusammengezogen. Diese seien sehr hilfreich für die Bewältigung der aktuell schwierigen Situation. Zugleich forderte Aiwanger, die Bundeswehr dürfe in der Fläche nicht weiter geschwächt werden. Die wertvolle Hilfe der Bundeswehr in Passau und vielen weiteren vom Hochwasser betroffenen Städten zeige, wie wichtig es sei, dass die Streitkräfte in der Fläche Bayerns vertreten seien. Eine weitere Ausdünnung sei nicht mehr akzeptabel, so Aiwanger. Zudem müsse die Hochwasservorhersage präzisiert werden, denn wegen des niederschlagsreichen Winters waren die Böden schon so übersättigt, dass sie kaum noch weiteres Wasser aufnehmen konnten. Das muss laut Aiwanger künftig stärker in die Hochwasservorhersage einfließen, damit die Menschen früher gewarnt werden können. Aiwanger reiste anschließend in die Hochwassergebiete Niederalteich und Landshut weiter, um sich auch dort ein Bild von der Lage zu verschaffen.